Recht herzlich willkommen zur 168. Folge von Simotrans. Ja, wir waren im Fahrplan unterwegs. Und zwar Brauerei Markt haben wir gemacht. Da haben wir ja welche runtergesetzt, die wir jetzt auch noch gerade entfernen. So, jetzt ist auch vom Depot alles raus erstmal. Da sitzt nur noch einer. Bäckerei Markt Mühle ist dann das nächste. Da sieht es aber so aus, als ob die wirklich viel fahren und auch beladen sind. Die haben auch alle schwarze Zahlen. Der fährt jetzt gerade wohl zurück. Wo ist er? Der fährt jetzt allerdings zum... Das war so ein Rundkurs, glaube ich, ne, oder? Bäckerei, Markt, Mühle. Ja, das war einer. Dann stellt sich nur die Frage. Okay, vom Markt bis zur Mühle fährt man leer. Das ist normal, glaube ich. Fährt er jetzt da unten? Fährt er jetzt hoch? Ist die Frage, ob er oben noch was fährt, ne? Weil der andere, der fährt ja jetzt, welcher war das? Der hier war das, der fährt ja jetzt von da oben hierher zum Markt. Und der hat nichts dabei. Die anderen beiden sind voll unterwegs. Die sind jetzt von der Mühle. Ne, die sind jetzt zum... Der war jetzt zum Markt unterwegs, ne? Okay, dann war der voll. Und der fährt zur Bäckerei voll. Der bringt jetzt Mehl dahin, ne? Ja. Jetzt können wir mal gerade gucken, ob da was reingeht. Nö, und der fährt jetzt leer zurück. Okay, die müssen natürlich auch erst wieder Mehl haben, damit sie wieder backen können wahrscheinlich, ne? Jetzt ist die Frage, machen sie was? Eier haben sie, Zucker haben sie, Mehl haben sie. Würde also funktionieren. Nur ist nichts auf Lager sozusagen. Also kommt jetzt wieder hier, ne? Warum hat er nichts mitgenommen? Da sind nur 163 Paletten. Das versteht jetzt keiner, oder? Sehr interessant. Dann war noch der da, ne? Der fährt jetzt gerade zur Mühle. Der hat Mehl geholt und der kriegt bestimmt auch Mehl. Ja, das passt. Ach, ich verstehe schon. Die Bäckerei braucht noch Ware. Der Markt ist gerade aber voll. Das wird das Problem sein. Der Markt hat gerade keine Abnahme. Oh, das war falsch, das Fenster zuzumachen, ne? Okay, dann ist das so. Aber insgesamt gesehen ist wohl alles okay. Können wir gerade mal hier in den Markt reingucken, dann sehen wir nämlich, dass da die Backwaren mit 159 genügend vorhanden sind. Die müssen jetzt erst was verkaufen, ne? 158, 157, aber das ist ja auch ein Kreislauf, der wohl einigermaßen funktioniert, ne? So, dann machen wir das wieder auf hier, gucken da wieder rein. So, Döbeln-Altenau, da fahrt ein Schiff hin und her, wo ich sagen würde, boah, 1 zu viel, oder? Die sind sogar zu alt und die nicht, oder wie sehe ich das? Das ach so, die sind rot, weil sie schlechte Zahlen fahren. 68 von 500, ne? Ich würde eins runternehmen, würde ich jetzt echt sagen, ne? Und das fährt doch da, ne, fährt nicht gerade in den Hafen. Dann würde ich sagen, dieses Mal ausmustern, sobald das ankommt. Und das setzen wir mal hier unten so in die Ecke, dann sehen wir das noch. Das eine ist natürlich schon fast voll, aber nee, fast voll ist auch noch 100 Leute gehen drauf, dann kannst du dann eins wegnehmen, denke ich mal, auf jeden Fall. Dann ist das auch effektiver, vielleicht gibt's dann auch mal wieder schwärzere Zahlen, ja. Zwei sind ja nur schwarz am Fahren. Naja, schwarz fahren tun die nicht, ne. Gucken wir weiter. Döbeln. Das nehmen wir mal von der Linie runter. Dann ist das schon mal hier ein bisschen kleiner. Hier sieht das ja ähnlich, obwohl der ist voll, ne? Aber ich würde den sagen, machen wir das gleiche wie mit dem anderen da unten, den mustern wir aus. Und der kommt da unten auch hin. Das Postschiff, okay, das passt dann schon. So, Döbelnhaven Markt. Wer fährt denn hier? Und da gibt's kein Bild zu, oder was?
11 Kubikmeter Milch fährt er durch die Gegend. Das ist ein Fehler hier, oder was? Der ist aber auch voll geladen. Jetzt müsste man wissen, wo kommt die Milch her? Von Döbeln. Gucken wir uns doch mal in Döbeln gerade die Milchlieferung oder Milchmenge an, ne? Die kam ja übers Meer, ne? Oder wie war das? Da müssen wir hier nur reinklicken. Milch, wo ist die Milch? Unten weiter. Stück gut wartend und landwirtschaftliche Güter und 182 Kubik Milch. Okay, die läuft ja, ne? Ja, da ist jetzt die Frage, ne? Gibt's denn was Effektiveres? Das ist die Frage noch eher, ne? Also er fährt ja jetzt zur Dingens, ne? Sag schon. Zum Markt. Wie ist denn die Abnahme auf dem Markt? Milch, 91 von 256, okay. Das funktioniert ja mit diesen drei Fahrzeugen dann, ne? Aber jetzt noch interessant zu wissen, ob es einen anderen Milch-LKW gibt, ne? Nein, das wollte ich nicht. LKW. Nur für Milch gerade gucken. Da unten ist er. Das ist Mehl, knapp daneben wieder mal, ne? Das ist irgendwie komisch. Okay, das sind die drei. Und da gibt es dann einen Anhänger mit Milch, oder was? Also es gibt keinen Milchwagen, außer diesen jetzt hier irgendwie, oder was? Einführung Januar 77, außer Dienststellung Dezember, keine Ahnung, 90, irgendwas. Ist das jetzt eine Zugmaschine, oder? Ja, das ist ja jetzt Trecker, klar. Unimog. Ja, Traktor. Und das hier ist eine Zugmaschine. Also wir haben keine Chance, da die Milch anders hinzubringen, wie mit den Wagen da. Das muss wohl noch irgendwann anders geschehen dann, dass da ein neues Fahrzeug auf den Markt kommt. Gut, aber würde ich sagen, ist hier auch alles erstmal gut, ne? Es wäre noch zu festzustellen, ob die... Hier war die Milch. Naja, das können wir schließen. Das ist geklärt. Und die fahren halt momentan und fahren auch schwarze Zahlen ein. Können wir erstmal so lassen. Da ändert sich nichts. Jetzt ist die Frage, was hier mit den Paletten ist. Landwirtschaftliche Güter wurden da gefahren. Ah, der ist schon voll. Das sind die Südfrüchte. Okay, dann sollten wir vielleicht nochmal auf dem Markt nach Südfrüchten gerade gucken, wie da die Lage ist. Ja, die läuft auch so gut. Die würde ich jetzt auch so lassen, nicht was ändern, dann fahren die LKW schwarze Zahlen und alles ist gut. Vielleicht kann man mehr wegschaufeln, aber es ist ja immer vorhanden. Würde ich jetzt sagen, Milch ist vorhanden, Südfrüchte sind vorhanden, also läuft das. Gut, dann Döbeln, Hofhafen. Wo sind wir denn da? Das muss auf der Insel sein, oder? Ja, ist es auch. Und was bringt der? Der bringt die Milch rüber, ne? Und wie viele Fahrzeuge sind da Milch bringt? Oh, das ist schlecht, wenn da einer steht. Warte mal, da können wir aber was tun. Das ist der Daimler-Benz, das ist der Hintra. Der hat 11 Kubikmeter und der hier, der hat 8. Da würde ich jetzt ganz einfach ausmustern. Dann kommt der Bus da auch wieder dran, ne? Ach, der fährt auch noch dahin, aber das geht trotzdem noch gut. Aber der da drin steht, das ist hier der, der hat ja auch nur 8, der fliegt auch raus. Und der schafft das schon alleine dann, ne? Wenn dann Milch wieder geliefert werden muss, dann macht der das schon. Würde ich sagen, ne? Wie viel Milch geht denn hier rein? Milch. Wenn der aber jetzt da nichts in dem... Achso, der Markt hat ja auch eine Zahl da stehen. Ja, ja, passt schon. Der wird jetzt auch nichts haben wollen, das ist auch klar. Der Bus hat hier Wartezeit. Und hat tatsächlich eine Person drin. Und fährt tolle Miese, ne? Ist die Frage, ob das... Aber der stand jetzt hier auch ewig, ne? Das ist das Problem dann, ne? Den lassen wir mal hier offen, den kleinen... Na, guck, das eine Schiff ist jetzt weg.
Aber wir könnten natürlich auch einen anderen Bus dafür nehmen, ne? Wo war denn hier das Depot da? Na, Busse sind hier. Wie viel Fahrgäste hat der? 60. Und der hat 46. Da ist ein Krankenwagen aufgetaucht, sehe ich gerade. Wofür ist denn der gut? Post, ein Postkrankenwagen oder was? Das ist gar kein Krankenwagen. Ich dachte, das wäre ein Krankenwagen. Alles klar. 10 Sack Post. Der braucht mehr, ne? Fährt dafür allerdings auch schneller. Ist dann die Frage, ob wir da einen Wechsel machen müssen. Müsste man mal überlegen. Das ist hier bestimmt so ein Privatunternehmen und nicht mehr so ein richtiger Postwagen, ne? Ja, hier auf der Insel reicht wahrscheinlich eine Pferdekutsche. So, der Bus braucht 2,94. Und der hier fährt, kann ich das irgendwo sehen? 3,84. Dann mustern wir den doch mal aus und nehmen den, der ist ja schon mal definitiv günstiger, ne? Döbeln Übersee heißt die Linie hier. Starten den. Und der geht zum Ausmustern. Wenn er dann leer ist, ne? Dann passt das schon. Der andere ist ja auch günstiger. Der darf jetzt noch wegbringen. So, der fährt schon dann. Alles ist gut. Den gucken wir gleich mal rein. 46 Fahrgäste lassen wir hier unten auch mal offen. Gut, dann geht die Reise weiter. Das kann zu. Ja, da unten wird gleich zu sein, denke ich mal, wenn er da die Leute weggebracht hat. Ah, er hat noch zwei zum Dingens zu bringen. Zum Hafen wahrscheinlich. So. Döbeln Sonderhausen. Oh, da fahren große Züge. Die aber nicht voll werden. Das ist die Intercity-Strecke da hinten, ne? Die IC-Strecke. Keine Post, 5 Post, der ist sogar oben voll, aber der nicht. Fährt hier recht miese viele ein. Schnelle Strecke, aber läuft nichts drauf. Das war jetzt auch Döbeln. Sonderhausen. Gab es denn da jetzt noch eine Schifflinie? Ich glaube ja, ne? Döbeln-Flotho. Die fahren da ja auch lang, ne? Tja. Und die sind viel schneller, ne? Ich glaube, wir sollten das zurückfahren hier. Ja. 121.000. Ich mach da noch ein weniger, weißt du das? Den mustern wir auch noch aus. Da waren wir aber schon dran, ich glaube, ne, oder? War das Döbeln? Nee, Döbeln-Flotho war das hier unten vielleicht nicht. Machen wir aber jetzt. Dann könnte das vielleicht sich ein bisschen optimieren, oder? So, der da unten ist auch schon weg. Machen wir hier wieder alle, ne? Aber wir müssen Döbeln Übersee weitermachen dann. Der da unten ist auch weg. Waren wir da unten wirklich? Da waren wir. Und da fährt der Bus. Alles ist gut. Die Eier in Adenau. 0. Also ausmustern. Der fährt auch noch. Okay, die Eier fahren wohl doch. War vielleicht ausmustern nicht der richtige Weg, denke ich mal gerade. Weil die laden alle. Der lädt auch. Und der ist auch voll. Eier werden die ganze Zeit hin und her gefahren. Dann müssen wir da wieder einen vielleicht draufsetzen, oder?
Jetzt haben wir da zwar einen Ausgemuster, ist aber egal. Hier ist das Depot. Zack, kippt's ein. Da sind die Eier. Das machen wir mal gerade hier verkaufen. Anhängen. Da haben wir sogar noch einen. Und der kriegt auch noch den Anhänger dazu. Und das war Döbeln Eier, ne? Ne, Eier Adenauer. Und starten. Die fahren knapp minus, ne? Außer der erste, aber das ist halt so. Aber die fahren trotzdem, die fahren halt Zulieferung für die Bäckerei, ne? Das kriegen wir schon hin, das ist schon alles gut, denke ich mal. So, Eier Adenauer kann zu, haben wir gesprochen drüber. Wo steht diese Lok? Die steht hier. Ja, und wartet auf Füllung, ne? Ja. Keine Bewegung da drin. Ist so. So, hier müssen wir gucken. Das ist natürlich eine teure Geschichte, sehe ich. Aber was kostet denn da der Kilometer? 28, 25, wow. Wo ist denn das Depot? Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, ne? Oder bei Sonderhausen. Bei Sonderhausen dann wohl, ne? Da ist es. Der Kilometer ist einfach zu teuer. Was ist denn das hier? Ja, was machen wir damit? 697, der fährt 120. Wer fährt denn da jetzt überhaupt? Loks. Die hier fährt da. 593 ist die Lok wohl. Und dann die teuren Waggons da noch dran. Ne? Der fährt mit 200 km/h. Wie schnell fährt er wirklich? Fährt auch die 200, okay. Der fährt auch 200. Und für 513, ne? 564. 593. Ne, der fährt keine 200. Der fährt nur 200. Ist noch wen mit 200? Nur die letzten beiden fahren 200. Ja. Hier ist nochmal 140 mit Diesel. Der ist cool hier, ne? Schneeschieber. Ja, da ist jetzt echt zu überlegen, was man da tut, ne? Weil das ist ja sehr teuer. Also hier sind es 80 Cent Unterschied. Wahrscheinlich beim Anfahren ein bisschen verlieren, weil die nicht so viele Power hat. Das ist jetzt die Frage, was man da tut, ob man da was tut. Als erstes stellt sich natürlich auch die nächste Frage. Wie sieht's denn mit Passagieren jetzt? Ach so, das sehen wir ja, weil der Zug ist ja sowieso nicht voll, ne? Hat aber auch damit zu tun, ne? Dass wir ja definitiv hier noch die Schiffe nebenher fahren haben auch. Hier ist ja Umsteigen ganz schnell gemacht, ne? Da warten jetzt 246 Passagiere. Und davon wollen 156 nach Döbeln. Naja, das muss man nochmal genau ins Visier nehmen. Ja, was wir da machen mit der Schnellzugstrecke, da müssen wir mal, denke ich mal, in der nächsten Folge nochmal drüber nachdenken. Das lassen wir für diese Runde erstmal so stehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch da wieder mit dabei seid. Und ja, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und der letzte Schritt ist ja dann noch die Glocke anzumachen, damit ihr das nächste Video auch eine Info drüber kriegt. Ne? Alles klar, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.